Nein, in seiner Show habe er Michel Houellebecq nie zu Gast gehabt, winkt Harald Schmidt ab. Das sei aber vielleicht ganz gut so, denn oft laufe es auf eine Enttäuschung hinaus, Menschen zu treffen, die man bewundere. Ich habe, glaube ich, alles von ihm gelesen und ich finde ihn nicht nur als Autor faszinierend, sondern auch als Gesamtkunstwerk. Ja? Also dieses Outfit, dieses Morbide, wo ich mir gar nicht sicher bin, ob das wirklich so ist oder ob das von ihm kultiviert wird. Obwohl ja viele sagen, die Romane wären düster oder würden ein dekadentes Szenario beschreiben, finde ich, beschreibt er eine Welt, in der man, oder ich zumindest, ganz gern leben würde. Neben seinen Auftritten als Kreuzfahrtdirektor in der Endlos-Wohlfühlserie Traumschiff hat Harald Schmidt seit Mai eine Videokolumne in der Online-Zeitung Spiegel Daily. Dort denkt er gewohnt frech und direkt in die Kamera über den letzten Tatort nach, über das Steuergebaren Boris Beckers oder darüber, wem Putin wohl bei der Bundestagswahl in Deutschland an die Macht verhelfen wird. Politiker lässt er jedoch nicht an sein Mikrofon. Es ist unmöglich, von einem Politiker etwas Neues zu hören. Die Politiker heute, die an der Spitze sind, absolute Medienprofis, genauso übrigens auch wie Fußballer. Ich komme so noch aus der Generation, wo die Trainer auch nur sagten, du musst Schwein sein, ich will Blut sehen, du musst eine Drecksau sein, die in den Pfosten beißt und so. Ich mochte das sehr. Heutzutage, einer, der überhaupt nicht mehr spielt, sagt, wenn ich da mit der Mannschaft helfen kann, bin ich happy. Also das ist unfassbar öde. Und bei einem Spitzenpolitiker ist es genau das Gleiche. Da ist jedes Wort überlegt, selbst das unüberlegte Wort ist überlegt. Harald Schmidt feiert im August seinen 60. Geburtstag und genießt sein Leben als Privatier. Als Berufsbezeichnung würde er derzeit weder Kabarettist noch Kolumnist, weder Talkmaster noch Schauspieler wählen, sondern Spaziergänger eigentlich oder auch so Rumtrödler. Ich finde es eigentlich toll, den Tag zu vertrödeln und beobachte mit großer Freude meine Generation. Also immer, wenn ich lese, dass so ein Manager 60 wird oder so, denke ich, guck mal, der ist so alt wie du. Wahnsinn, was der noch alles will. Was? Der will jetzt noch eine Firma dazu kaufen. Und die Bundeskanzlerin in Deutschland ist, glaube ich, 2 Jahre älter als ich. Martin Schulz ist 1 Jahr älter. Wenn ich mir den Alltag von Martin Schulz vorstelle, friert es mich. Ja, also er steht morgens schon auf und egal wo er hinschaut, wird er lesen, du schaffst es nicht. Und wenn er es nicht liest, sagt sie ihm eine Stunde später, Sigmar Gabriel, also da bestelle ich mir gleich noch einen Cappuccino. Dass er beim Cappuccino trinken aber weiterhin mit scharfem Blick über seinen Kaffeetassenrand auf Politik und Gesellschaft blickt, das beweisen seine Kolumnen. Ich frage mich nur bei einigen Politikern, wo soll der Adressat sein, wenn man sich sozusagen alle halbe Stunde mit einer anderen Wahnsinnsmeldung meldet? Also wen soll das überzeugen oder wen soll das dazu bringen, dass er mich wählt? Aber ich bin fern von Politikerverachtung und ich denke mir eher, wie lange funktionieren die Institutionen bei uns noch? Also wie lange hat der Satz, ich hole die Polizei, noch eine Wirkung? Wirkung hat hingegen noch immer der Satz, ich hole Harald Schmidt. Die Lesung heute Abend in Bad Vöslau ist nämlich restlos ausverkauft. Harald Schmidt, Sie werden in Bad Vöslau aus Unterwerfung von Michel Houellebecq lesen. Was gibt es denn da für ein Nahverhältnis zum Autor oder zu dem Buch? Ich bin großer Fan von Houellebecq. Ich habe, glaube ich, alles von ihm gelesen und ich finde ihn nicht nur als Autor faszinierend, sondern auch als Gesamtkunstwerk. Ja? Also dieses Outfit, dieses Morbide, wo ich mir gar nicht sicher bin, ob das wirklich so ist oder ob das von ihm kultiviert wird. Und obwohl ja viele sagen, die Romane wären düster oder würden ein dekadentes Szenario beschreiben, finde ich, beschreibt er eine Welt, in der man, oder ich zumindest, ganz gern leben würde. Haben Sie ihn eigentlich jemals getroffen, sei es jetzt offiziell oder inoffiziell? Nein, das versuche ich zu vermeiden. Meine Erfahrung ist, wenn man Leute, die man sehr gut findet, persönlich trifft, ist das immer enttäuschend. Das hält nie stand und ich glaube, Houellebecq hat auch überhaupt keine Lust auf Interviews oder auf Treffen. Es müsste eh übersetzt werden und soweit ich das mitkriege, ist er auch nach Preisverleihungen immer gleich weg. Also das gehört auch mit Sicherheit zu seinem Image. Die Kunst des Gesprächs, da möchte ich gleich einhaken. Geht Ihnen das eigentlich ab? Weil die Gespräche waren ja ein Kern Ihrer Talkshows. Fehlt das? Nein, ich vermisse es nicht, weil ich habe das ja täglich in ganz normalen Situationen. Also in der Warteschlange oder im Supermarkt oder in der Billigdrogerie. Ich bezeichne das als Flash-Performance. Ja? Die Leute sprechen mich auf irgendwas an, weil sie nicht damit rechnen, dass sie mich da treffen. Und ich reagiere dann da drauf und das ist dann so 2 Minuten
Und das ist oft sehr kompakt und wäre als Form innerhalb des Fernsehens überhaupt nicht machbar. Und die meisten professionellen Interviews sind ja doch relativ langweilig durch diese Sitte des Gegenlesens, also vor allem im Gedruckten. Nicht? Man sagt irgendwas und dann wird das gegengelesen, auch von irgendwelchen Presseagenten, die dann das eigentlich Interessante rausstreichen. Deswegen habe ich schon vor langer Zeit aufgehört, gegenzulesen. Bei mir kann immer so gedruckt werden, wie ich sage. Ein Buch, auf das ich seit langem warte, wäre Die Kunst des Gesprächs von Ihnen, wo Sie einfach Ihre Erfahrungen über die Jahrzehnte, was ein gutes Gespräch ausmacht, wie man in ein gutes Gespräch hineingeht, wo das einfach niedergeschrieben ist. Was gibt es denn da für Geheimnisse? Also ein Buch kann man von mir mit Sicherheit nicht erwarten, weil ich das zu inflationär finde, dass Fernsehleute schreiben. Bei mir war das eigentlich so, dass ich, wenn es einen Gast gab, der mich interessiert hat, war das ganz klar, weil dann wollte ich wirklich einfach Sachen von dem wissen. Also zum Beispiel, wie lernt Gerd Voss Text als Beispiel jetzt? Wann lernt er Text? Und bei Gästen, die für mich nicht so interessant waren, aber die eben natürlich für das Publikum interessant waren und gebraucht wurden, da war es dann eigentlich so, dass ich irgendwie ein möglichst harmloses Stichwort gegeben habe und hoffte, dass der Gast von sich aus liefert. Also das Wichtigste finde ich sicher, den Gesprächspartner zu öffnen. Also ich habe es oft bei Journalisten erlebt, dass die sozusagen mit der Einstellung rankommen, ich zeige gleich mal, dass ich ein ganz scharfer Hund bin. Ja, und stellen als erstes so eine Frage, wo man keine Lust hat, die zu beantworten. Und dann hat man eigentlich keine Lust mehr auf das Gespräch. Anstatt, man will eigentlich erst mal 10 Minuten lang hören, dass man ein Genie ist. Ja, und dann redet man sich anschließend freiwillig um Kopf und Kragen. Das ist eigentlich, finde ich, die sinnvollste Form der Gesprächsführung. Nur, man hat natürlich bei den meisten Sendungen nicht mehr die Zeit. Das heißt, als erste Geste gibt's das Schulterklopfen und nicht den gezogenen Colt, wenn man in ein Gespräch hineingeht. Also würde ich sagen, einer meiner zahlreichen Eigentümer, Chaim Saban, hat mir das kurz nachdem er für das 7-fache des Kaufpreises Sat.1 weiterverkauft hat, gesagt, you get the bees with honey, not with vinegar. Hat mir total eingeleuchtet. Ja. Ist eigentlich ein sensationelles Modell, funktioniert auch in der Politik, funktioniert im Privatbereich, funktioniert überall. Niemand möchte als erstes mal hören, dass er ein Trottel ist oder unsympathisch, sondern man möchte einfach mal sagen, mit ihrer Hilfe hätte auch Mozart einen Erfolg haben können. Und dann sagt man, ja, endlich wird das mal gesehen und gewürdigt und übrigens schlage ich selbstverständlich meine Kinder. Ja, und schon ist es auch für den Zuhörer interessant, aber viele Journalisten setzen sich unter den Druck zu zeigen, dass sie ganz scharf sind und etwas rausgekriegt haben, was noch keine rausgekriegt haben, aber schon so von der Küchenpsychologie her kann das meiner Meinung nach gar nicht funktionieren. Sie wirkten immer ganz souverän in Ihren Gesprächen. Hat es vor irgendeinem Gespräch mal einen großen Angstmoment gegeben? Ja, schon. Also wenn Leute da waren, die ich richtig toll fand, war ich eigentlich gehemmt. Oder auch so Leute, die ich so als Teenager bewundert habe schon. Also wie zum Beispiel Dennis Hopper. Aber ich habe da auch mich gern in so eine Unterwürfigkeit oder in so ein reines Phantom reinbegeben, weil warum nicht? Es gibt ja nicht viele davon. Ja. Und ich meine, wenn ich überlege, was damals zum Beispiel im Kino in Nürtingen Easy Rider für eine Wirkung auf mich hatte, dann ist es schon eine tolle Sache gewesen, Dennis Hopper zu begegnen, der dann auch in der Show den großartigen Satz sagte, I lost a lot of money, most of course in divorces. Dennis Hopper ist als Künstler, Schauspieler, Fotograf auch. Wie schaut es denn aus mit Politikern? Musste man die ganz anders angehen? Wusste man da von vornherein, da ist eine andere Gangart oder eine andere Psychologie gefragt? Politiker empfinde ich als vollkommen unergiebig als Interviewspartner, weil die ganz klar darauf trainiert sind, ihre Statements loszuwerden. Die Politiker heute, die an der Spitze sind, absolute Medienprofis, genauso übrigens auch wie Fußballer. Das macht es so langweilig, ja. Also statt dass ein Fußballer einfach, ich komme so noch aus der Generation, wo die Trainer auch nur sagten, du musst Schwein sein, ich will Blut sehen, du musst eine Drecksau sein, die in den Pfosten beißt und so. Ich mochte das sehr. Heutzutage, einer, der überhaupt nicht mehr spielt, sagt, wenn ich da mit der Mannschaft helfen kann, bin ich happy. Also das ist unfassbar öde. Und bei einem Spitzenpolitiker ist es genau das Gleiche. Es war natürlich toll, Leute wie Joschka Fischer oder Jürgen Trittin da zu haben, auch Westerwelle. Aber jetzt zu glauben, man würde die Kanzlerin entblättern, ist vollkommen naiv. Sämtliche Interviews, die ich mit der Bundeskanzlerin bei uns in Deutschland sehe, ist der Journalist maximal Steigbügelhalter.
von den unangenehmen Gesprächspartnern zu den angenehmen. Hat es jemals eine Show gegeben, wo Sie sich gedacht haben, Mist, wenn jetzt die Kameras weg wären und ich mit meinem Gegenüber und einer Flasche Rotwein irgendwo in einer stillen Bar sitzen könnte, wäre mir das viel angenehmer? Nein, das passierte häufig schon vorher. Deswegen habe ich vermieden, dann nach und nach die Gäste vorher ausführlich zu begrüßen, weil mir der Gast eigentlich bei den 10 Minuten in der Garderobe, wo er auch aufgeregt ist, auch der größte Profi ist aufgeregt vor so einem Interview, weil es ist nicht seine Welt, sein Metier, sensationelle Sachen erzählt hat. Und hinterher hat er mir erzählt, dass er eine Kinderskischule in Zentralafrika eröffnen will in der Show. Also der Gast hat sich schon vorher verpulvert und auch der berühmte Satz, aber bitte sprich mich nachher nicht drauf an. Oder ein anderes Beispiel, man hat eine Schauspielerin, die nun dafür bekannt ist, dass sie in jedem Film nach spätestens 5 Minuten nackt ist und auf eigenen Wunsch sexuell belästigt wird. Die kommt in einem knöchellangen Wollkleid und erzählt, dass sie mit behinderten Beckett im Westbalkan macht. Ja, da haben wir natürlich, wenn wir es vorher noch mitgekriegt haben, erstmal das Wollkleid runtergerissen und gesagt, du ziehst sofort den Mini und diese Bluse an, die wir für dich präpariert haben. Nur in dieser Bluse wirst du vom Publikum erkannt. Man typisiert dann nach so vielen Shows die Gäste sehr schnell und weiß einfach, der labert einem wieder ein Ohr ab mit einem sozialen Engagement, das wirklich überhaupt gar niemand interessiert, weil er dafür auch nicht bekannt ist. Und für solche Projekte gibt es Leute, die das können, die das wesentlich besser machen. Da muss nicht uns ein Schauspieler zeigen, was er zusätzlich zur weichen Birne auch für ein großes Herz hat. Was ist denn Ihre derzeit Lieblingsberufsbezeichnung? Schauspieler, noch immer Talkmaster, in derzeit Rente oder Kolumnist? Nein, Spaziergänger eigentlich. Oder auch so Rumtrödler. Ich finde es eigentlich toll, den Tag zu vertrödeln. Und beobachte mit großer Freude meine Generation. Also immer, wenn ich lese, dass so ein Manager 60 wird oder so, denke ich, oh, guck mal, der ist so alt wie du. Wahnsinn, was der noch alles will. Was, der will jetzt noch eine Firma dazu kaufen. Und die Bundeskanzlerin in Deutschland ist, glaube ich, 2 Jahre älter als ich. Martin Schulz ist 1 Jahr älter. Wenn ich mir den Alltag von Martin Schulz vorstelle, friert es mich. Ja, also er steht morgens schon auf und egal wo er hinschaut, wird er lesen, du schaffst es nicht. Und wenn er es nicht liest, sagt sie ihm eine Stunde später, Sigmar Gabriel, also da bestelle ich mir gleich noch einen Cappuccino irgendwo in der Sonne. Ich habe das Glück, dass ich sozusagen beruflich mit mir im Reinen bin und nicht das Gefühl habe, dass mir irgendwie Unrecht getan wurde, ja, oder dass mir was vorenthalten wurde. Ich habe alles gemacht und manches erfolgreich, manches weniger erfolgreich, aber ich bin eigentlich Privatier, ohne Ehrgeiz nochmal irgendwo, auch noch ohne was lernen zu wollen, ja, eine andere Sprache oder eine andere Mentalität oder mit jungen Leuten ins Gespräch zu treten. Ich halte mir den ganzen Tag Monologe, habe kaum Widerspruch und schlafe abends oft schon vor 10 Uhr sehr, sehr entspannt ein.